Die Battlefield 3 Reality Mod ist eine Modifikation mit Fokus auf Kommunikation, Teamplay und realistischen Map-Design. Es spielt in der realen Welt und beginnt mit dem Ende des Kalten Krieges bis hin zu den modernen Konflikten. Sie wurde am 17. Juli 2022 veröffentlicht, nachdem 94 Mitglieder 5 Jahre dran gearbeitet haben. Die Entwickler der Mod möchten für alle Battlefield-Spieler ein möglichst realistisches Battlefield-Gameplay erschaffen, die ein tiefgreifendes und taktisches Erlebnis bieten, um ein immersives, realistisches Gameplay zu schaffen. Entwerfen und entwickeln sie alle Aspekte des Spiels um dieses Ziel herum. Was die Mod dir bietet und was du in Zukunft erwarten kannst, erfährst du in diesem Video. Die Battlefield 3 Reality Mod wurde mit der Venice Unleashed Modding Framework aufgebaut. Denn es gibt für Battlefield 3 eine Menge Mods, die du über dieses Programm installieren kannst. Der Mod bezieht den größten Teil seiner Inspiration aus dem erfolgreichen Battlefield 2 Mod Project Reality und bietet eine komplette Überarbeitung des Gameplays und Benutzeroberfläche, die im Vergleich zu Vanilla Battlefield 3 ein taktischeres und tiefgreifenderes Erlebnis schafft. Komplett überarbeitetes Gameplay und User Interface mit Blick auf mehr taktisches Teamplay im Vergleich zu Battlefield 3. Du spielst groß angelegte Schlachten mit bis zu 80 Spielern auf einen Server der Battlefield 3 Karten. Das Spiel bietet jetzt mehrere Ingame-Funkkanäle mit einschließlich Positionsaudio. Die Battlefield 3 Map verfügt jetzt über dynamische Wetterelemente und ein 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus. Was du jetzt auf jeden Fall brauchst, ist Battlefield 3 mit allen DLCs, was du im Netz bei vielen Anbietern schon unter 10 Euro findest. Deswegen empfehle ich dir Battlefield 3 Premium, falls du es noch nicht hast. Da hast du dann alle Erweiterungen in einem Paket. Also im Grunde brauchst du nur das Venice Unleashed zu installieren und hast dann Zugriff auf die Reality Mod. In der Zukunft soll noch ein Karteneditor dazukommen, der auch kompatibel mit der Mod sein wird. Somit kannst du mit deinen Freunden eigene Karten erstellen. Und zusätzlich kommen noch neue Funktionen dazu. Also was gibt es jetzt für Unterschiede zu Battlefield 3? Dazu gehen wir am besten mal auf die Homepage der Entwickler und schauen uns die neuen Funktionen der Mod und der Roadmap an. Da hätten wir zuerst die komplette Überarbeitung des Gameplays und das User Interface für mehr taktisches Gameplay im Vergleich zu Battlefield 3. 80 Spieler auf einem Server mit überarbeiteten Battlefield 3 Maps. Mehrere Funkkanäle im Spiel, ein extra Squad-Kanal sowie extra Squad-Leader und Hauptquartierkanäle. Und zusätzlich gibt es noch einen Umgebungschat. Dann gibt es noch dynamische Wetterelemente und ein 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus. Realistisches Spieltempo, optimierte Bewegungsgeschwindigkeit des Spielers, Respawn-Mechanik und Waffenhandhabung. Neues Spawn-System, das Spawn auf Truppkameraden wurde entfernt. Spawn-Punkte werden jetzt von Spielern eingesetzt. Sogenannte Rally-Punkte sind jetzt squadweite Punkte und sogenannte FOBs sind teamweite Spawn-Punkte. Es gibt jetzt noch Fahrzeuge für den Transport der Truppen und welche, die für die Logistik verantwortlich sind. Zusätzlich die bekannten Helis, Jets und Panzer, die man ja schon von Battlefield 3 kennt, wurde zusätzlich die Fahrzeugphysik überarbeitet. Flugzeuge und Hubschrauber haben ein verändertes Schadensmodell bekommen. Mit der Version 0.1, die in 2021 erschienen ist, wurde die Grafik und die visuellen Effekte verbessert. Außerdem wurde jede Waffe komplett überarbeitet, verbesserte Schadenswerte und zusätzlich verfügen die Waffen noch über eine bessere Ballistik für bessere Handhabung und vollständiges Nachladen der Waffe. Zusätzlich wurde der bekannte Blaustich bei Battlefield 3 entfernt, was das Spiel viel realistischer macht. In der Zukunft sollen diese Features noch hinzukommen. Immersive atmosphärische Grafik, Zerstörung, VFX und Physik der Frostbite Engine. Das heißt die unglaubliche Zerstörung der Battlefield 3 Gebäude, wie wir sie von früher kennen. Benutzerdefinierte Inhalte, neue Texturen, Modelle, Karten und Spielmodis. Neue Gameplay-Elemente, Artillerieangriffe können jetzt von Truppanführern angefordert werden, einsetzbare Mittel für FOBs, zum Beispiel für Mörser, TOVs, Sandsäcke und so weiter. Und zusätzlich gibt es noch eine Kommandantenrolle für unbemannte Flugfahrzeuge. Für die Zukunft sind weitere Verbesserungen für Karten und Spielmodis geplant. Ein Tag- und Nachtzyklus, farbige Rauchgranaten, mehrere modulare Gebäude, dynamische Schritt- und Soundeffekte, ein neuer Transporthubschrauber, weitere Aufsätze und Visiere für Russen und Amerikaner. Und jetzt gehör genau hin, Dice. Ein Kartenabstimmungssystem für das Ende der Runde. Wäre das nicht was Feines für Battlefield 2042? Und weitere Funktionen werden später noch bekannt gegeben. Du kannst dir die Reality Mod über das Venice Unleashed, das extra für Battlefield 3 entwickelt wurde, herunterladen. Dadurch ist die Installation sehr leicht gemacht. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Und hier habe ich noch ein Video für dich, wo ich die Fehler der modernen Shooter aufzeige.